Golf genommen. So, das kommt in die Garderobe. Bitte packen Sie es gleich auf, ja? Martin! Herr Sabi! Hast du mich schnell auf die Mikrofone? Habe ich den geschleppt? Nein! Aber heute ist doch Silvester! Und der Richard wartet auf uns. Wer ist der Richard? Na, der Richard, der Maler. Ach, von dem habe ich dir noch gar nicht erzählt? Nein, von dem noch nicht. Du, der ist entzückend und Augen hat er, sagen wir Augen, herrlich. Wie kommt denn das Gleiche her? Habe ich dir gleich mitgebracht, damit du keine Ausreden hast. Also, Rosalind, pass auf, das geht mit dir nicht mehr so weiter. Du darfst dich nicht länger in deinen vier Wänden verkriechen. Weißt du, wie man dich hier im Theater schon nennt? Die Einsiedlerin. Hm. Ich fühle mich sehr wohl dabei. Aber wenn zum Beispiel wirklich der Komet kommt und die Welt geht zugrund, was hast du dann von deinem Leben gehabt? Du bist wirklich so verrückt und glaubst an den Weltuntergang. Oh, wo? Doch, du glaubst daran. Ja, und schließlich möglich ist alles, nicht? Und soll ich mir vielleicht später Vorwürfe machen, dass ich meine Zeit nicht besser ausgenutzt habe? Oh, wäre schön dumm. Fräulein Belloni, es sind drei junge Damen draußen. Also, Rosi, halt endlich schon. Ich bitte dich, eil dich, damit wir nicht zu spät kommen. Hab ich hier nicht mit? Ja, aber du nur. Rosilein, ich habe doch ganz fest versprochen, dass ich dich mitbringe. Einen Freund vom Richard, der dich schon seit 3 Wochen kennenlernen will. Denkt es seit 3 Wochen? Und du glaubst doch, dass ich deshalb mitgehe? Aber du, der ist ganz schwer verliebt in dich. Und die Rosen, die Schönen, die Langstieligen, die immer anonym kommen, die sind von ihm. Ja, soll mal der Richard verraten. Das ist sehr schön von ihm, aber ich gehe trotzdem nach Hause. Große Chance, ist doch nur einmal im Jahr Silvester. Und das ist wirklich ein reizender Mensch. Und der hat ein Schloss. Ja. Und eine Villa am Meer und eine Yacht hat er auch. Oh. Und mir, Rosi, mir hat er so eine Schachtel Bonbons versprochen. Mitbringen. Also, ein regelrechtes Komplott. Ja. Also, du kommst, ja? Nein, also, komm. Ein Rose, so darfst du mich nicht blamieren. Ich bitte dich schon. Du weißt doch, wie gerne ich Bonbons esse. Rose, bitte, bitte. Also, gut. Oh, nein. Aber nur dir zuliebe. Ja, schön. Na, hör mal, wo steckst du denn so lange? Ja, ich habe auf meine Freundin warten müssen. Was, ist sie da? Ja, bekomme ich meine Bonbons? Ja, die kommen. Schön, auch. Rosi, wo bist du? Darf ich dir vorstellen, Herr Richard Hell, Frau Alfieri, meine Freundin Rosi Belloni. Also, ihren Namen braucht man nicht erst zu nennen. Also, ich habe sie so oft bewundert. Ja, Raphael, wissen wir schon. Sie macht eine Komplimente, aber einen Riesendurst. Ich möchte was trinken gehen. Komm. Auf Wiedersehen. Wirklich fein, dass Sie gekommen sind. Wissen Sie, wie lange ich Sie schon kennenlernen will? 3 Wochen. Stimmt. Aber es gab gar keine Möglichkeit. Sie machen keine Besuche, gehen nie aus, sind nirgends zu finden. Es hat mir nichts anderes übrig, als synonym Rosen zu schicken. Was? Das wissen Sie auch? Ich weiß alles. Sie haben ein Schloss, eine Villa am Meer und eine herrliche Yacht. Und außerdem haben Sie meine Freundin mit Schokolade bestochen. Ja, ich sehe schon, man kann vor Ihnen keine Geheimnisse haben. Nein. Weißt du, dass mir dein Freund fast besser gefällt als du? Du, dir hat kein anderer Mann zu gefallen. Verstanden? Und schon gar nicht besser. Leg dich nicht auf, ich bin sowieso nicht sein Typ. Prost. Sie und Ihre Freundin haben noch eine Woche lang nicht zu singen. Darf ich Sie während dieser Zeit die eine Frage nach Neapel einladen, ja? Führen Sie mich lieber irgendwo hin, wo ich mich niedersetzen kann. Gut, ja, ich will mich ja nach einer freien Loge umsehen. Kommen Sie doch bitte. Ich kann ja nicht. Gehen Sie voraus. Ich warte hier. Ja, ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Aber ich bin verabredet. Sie wollen sofort, das geht nicht. Zwei Minuten, nur 2 Minuten, dann komme ich ja wieder. Stehen, aber bleiben Sie doch. Liebling, da bist du ja endlich. Ich warte schon stundenlang auf dich. Auf mich? Der Kellner wollte den Tisch schon 10-mal weggeben, aber ich habe ihn wie ein Löwe verteidigt. Dort drüben. Mein Herr, Sie scheinen mich zu verwechseln. Ach, du glaubst, ich bin schon beschwipst? Nein, ich habe noch gar nichts getrunken.
Ich habe auf dich gewartet und jetzt bist du da. Aber ich kenne dich ja gar nicht. Wie kommen Sie überhaupt dazu, mich hier zurückzuheißen und zu duzen? Bitte, bitte nicht böse sein. Aber ich musste so tun, als wären wir hier verabredet. Aber... Die Damen hätten mich sonst nicht losgelassen. Sie waren mein Rettungsanker. Ich? Ja. Das ist ja sehr schmeichelhaft für mich. Aber nachdem die Gefahr vorüber ist, brauchen Sie ja keinen Rettungsanker mehr. Aber ich bitte Sie, sehen Sie. Und Sie wollen wirklich so grausam sein, mich meinem Schicksal zu überlassen? Ich kann nicht bleiben, ich werde erwartet. Wenn Sie, Sie müssen bleiben, bis alle fort sind. Aber wer weiß, wie ausdauernd die sind. Oh, die sind ausdauernd, auf die kann ich mich ganz bestimmt verlassen. Bitte setzen Sie sich. Sie sind doch sicher Schauspieler, nicht? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie vorhin meinen guten Bekannten so echt gespielt haben. Ach, das war doch nur ein kleiner Scherz. Aber ich bin ebenso abergläubisch wie ein Schauspieler. Mhm. Als ich nämlich heute Abend in der Oper saß, fühlte ich ganz genau, dass ich Sie heute noch kennenlernen würde. Sie waren heute in der Oper? Ich bin immer, wenn Sie singen, in der Oper. Das war sicher wieder so ein Schwindel zum Hausgebrauch. Nein, und das kann ich Ihnen sogar beweisen. In den ersten drei Vorstellungen von Rigoletto haben Sie in der Arie der Gilda im zweiten Akt langsamer gesungen als dann in den folgenden Vorstellungen. Stimmt. Und in Faust, in der Kirchenszene, haben Sie einmal statt eines C ein Cis gesungen. Das haben Sie auch bemerkt? Und nur ich, das Publikum hört solche Sachen nicht. Übrigens war der Fehler ja auch kaum hörbar. Wenigstens im Vergleich zu einer gewissen Anna Eigner, glaube ich, einer Wienerin. Sie singt immer zweite Partien. Ein reizendes Mädchen, aber sie sollte lieber nicht singen. Bitte nicht schimpfen, das ist meine beste Freundin. Oh, entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie mir lieber, welchen Fehler ich in Traviata gemacht habe. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie haben heute Abend so schön ausgesehen, dass ich nichts gehört habe. Außerdem können Sie jetzt so falsch singen, wie Sie wollen. Ich werde es nie mehr hören. Die Luft ist rein. Die Damen sind schon weg. Und der Herr, auf den ich warten sollte, sicher auch. Na, umso besser. Dann können wir ja jetzt tanzen gehen, ohne dass uns jemand stört. Ich kann ihn nicht sehen. Natürlich kannst du nicht sehen. Die Rote tanzt auch mit einem ganz anderen. Ach, das ist bestimmt ein Prinz. Schau, was der für große Augen. Sag mal, willst du dich nicht endlich mit meinen Augen befassen? Das erklärt mir schon wieder was Besseres. Also Anni, ich verbiete dir, andere Männer anzusehen. Fort mit dir, sofort fort mit dir. Entschuldigung. Verzeihung, danke. Peters. Harry Peters? Diesen Namen habe ich schon gehört. Eben doch oft und sehr. Nur sehr selten. Und wenn ich mal eins gebe, ist es bestimmt ganz leer. Ich mache mir auch nicht viel aus dem Klavierspielen. Mein Traum ist einmal eine Oper zu dirigieren. Warum versuchen Sie es denn nicht? Weil ich bisher noch keinen Direktor gefunden habe, der sich auf das Experiment einlassen wollte. Aber ich werde es schon noch erzwingen. Recht haben Sie. Man kann alles erreichen, wenn man nur wirklich will. Sehr schön, dass gerade Sie mir das gesagt haben. Das ist der Posten, Sie. Sie sind doch so abergläubig. Jetzt wollen wir mal sehen, was in unseren Sternen geschrieben steht. Bin ich sehr gespannt. Sagen Sie mir rasch, was mir bevorsteht. Schöner können Sie es gar nicht wünschen. Viel Geld,
viel Erfolg. Oh, darf ich jetzt auch einen Blick in Ihre Zukunft werfen? Ich bin nämlich auch sehr neugierig. Aber gern. Ah, wie wundervoll. Eine große Liebe. Und was verdecken Sie denn da mit dem Daumen? Großes Leid. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir das verheimlichen wollen. Aber ich bin absolut nicht abergläubisch. Heißt das, Sie glauben nicht an die große Liebe? Doch. Ich glaube sogar nur an die große Liebe. Aber es ist doch noch gar nicht gesagt, dass der Komet die Laufbahn unserer Erde krönt. Seine längst erwiesene Tatsache. Obwohl, das haben die Leute 1892, 1893 auch schon behauptet. Aber das war doch ganz was anderes. Diesmal geht die Welt zugrunde. Daran ist nichts mehr zu ändern. Schimmelke! Frag dich zum letzten Mal, liebst du mich? Ja, aber nicht so laut, muss ja nicht jeder wissen. Schwör, dass du mich liebst. Dann hast du knapp vom Weltuntergang keine anderen Sorgen. Um 11 Uhr 58 Minuten 47 Sekunden gerät die Erde in den Schwebel bei Kometen. Ich behaupte sogar, dass man den Schwefel hier bereits riecht. In längst 32 Minuten ist alles vorbei. Noch eine Frage. Bist du mir treu? Ja. Schwöre. Ich schwöre. Meine Seele, man riecht schon Schwefel. Schwöre, dass du mich auf ewig lieben wirst. Bitte ich wegen der halben Stunde. Zahlt sich denn das noch auf? Wie stark man jetzt schon den Schwefel riecht? Ich bestehe auf, was du schwörst. Toll, schwöre, verlangt er. So, als ob ich ein Konzert gebe. Ein Klavier, der Künstler und sonst niemand. Ach, bitte spielen Sie doch. Sie haben vorhin, als ich gekommen bin, so plötzlich aufgehört. Unmöglich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Sie sollen
der, mit dem du gestern getanzt hast? Du bist doch bestimmt ein Prinz, gell? Oder ein Graf. Was ist nicht einmal ein Graf? Was ist er denn dann? Ein Klaviervirtuose. Was ist er? Ein Klavierkünstler, der Konzerte gibt. Ach so, ja, richtig. Du, ich bitte dich, erzähl mir doch, erzähl mir weiter. Sag, wie ist denn das alles nur so gekommen? Ich weiß es selbst nicht mehr. Es war wie ein Rausch. Ich weiß nur, dass ich nie gewusst habe, dass man so glücklich sein kann. Du, aber ich bin schuld an dem Rausch. Ah, ich meine, an deinem Glück. Du, wenn ich nicht gewesen wäre, also, du wärst gestern bestimmt nicht ausgegangen. Das weiß ich, Annie. Ich werde es dir auch nie vergessen. Also, wer will noch was essen? Ich kann nicht. Ich bin satt. Rosi, du? Nein, danke. Muss ich mich wieder opfern. Na, guten Appetit. Ja, was ist denn los? Gar nichts ist los. Du hast nur zu laut geschnarcht. Ach, war so gut geschlafen, habe ich. So, man schläft aber nicht. Oh, nicht doch. Wenn es so schön ist und wenn Frühling siehst du. Hm. Hörst du? Hm. Ob du mich hörst? Ah, ja. Was war denn das schon wieder? Ein Kuss. Ein Kuss von wem? Ich meine, wieso, warum? Gar nicht, ich wollte dir nur sagen, dass Frühling geht. Oh, und darum wächst du mich auf, das weiß ich doch schon. Oh, aber lass doch. Ja, was ist denn da? Ein kleines, ein liebes kleines. Ja, du hast mich lieb. Ja, das weiß ich. Du bist ja auch ein Lämpchen. Und das ist ein Schaf. Was mir ist ein Schaf? Weißt du, dass wir uns jetzt schon 5 Monate kennen? Ja, genau 5 Monate. Jetzt sehe ich, wie schön die Welt ist. Und jetzt fühle ich, wie einsam ich früher war. Aber du bist lange nicht so glücklich wie ich. Was hast du denn? Noch nichts weiter. Es ist nur das Gefühl der Untätigkeit. Ich war heute Vormittag wieder in der Oper. Ich habe nochmals mit dem Direktor gesprochen. Ja, und? Ich habe gebeten, lassen Sie mich einmal eine Oper dirigieren. Ich verlange nichts dafür, nur um zu zeigen, dass ich etwas kann. Und was war? Er hat gesagt, er sei nicht in der Lage, Experimente zu machen. Da musst du eben Geduld haben und nicht immer daran denken. Denk doch auch ein bisschen an mich. Ich denke doch nur an dich. Vielleicht ist meine Liebe größer als deine. Aber das ist ganz unmöglich, Harry. Okay. Schatzele, was ist denn? Hm? Anni, ich bekomme ein Kind. Was? Der Arzt hat es mir soeben gesagt. Und da freust du dich so? Gibt es denn etwas Schöneres, als ein Kind zu haben von dem Mann, den man liebt?
Ja, um Himmels Willen, Rosi. Und an deine Karriere denkst du gar nicht? Es ist ja erledigt, wenn du ein Kind bekommst. Ob das Kind ihm ähnlich sein wird? Was glaubst du, wie wird das ausschauen? Also, mir macht es mehr Sorgen, wie du aussehen wirst. Wer weiß, was du nachher für eine Figur bekommst. Anni, mir scheint, du freust dich gar nicht. Haha, und wie ich mich freue, könnte der Kopf stehen vor lauter Freude. Ich bin schon neugierig, was Harry für Augen machen wird, wenn ich es ihm sage. Er kommt doch heute von Mailand zurück. Wo ist denn von der Bahn ab? Wenn wir mit der Forschung pünktlich fertig sind. Sonst treffen wir uns bei Buchetti. Guten Abend, Herr Peters. Ist Fräulein Belloni schon gekommen? Im letzten Zimmer, Herr Peters. Danke. Ach, stellen Sie doch bitte eine Flasche Champagner kalt, aber bringen Sie sie erst in 10 Minuten, ja? Sehr wohl, Herr Peters. Hast du in diesen 4 Tagen überhaupt an mich gedacht? Natürlich. Was denkst du denn von mir? Du, ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich erst. Harry, ich muss dir etwas sagen. Ausgeschlossen. Erst komme ich an die Reihe. Aber Harry... Aber Liebling, meine Neuigkeit ist doch bestimmt viel wichtiger. Glaubst du? Aber sicher. Na schön, dann erzähl das dir. Ja. Eigentlich habe ich nichts zu erzählen. Bitte sehr. Ein Vertrag? Und was für einer? Bereits unterschrieben? Aber nur von der Gegenseite. Ich unterschreibe erst, wenn du es erlaubst, dass ich unterschreibe. Ich würde doch nicht Nein sagen. Ich weiß, Rosi, wir müssen die Sache trotzdem besprechen. Der Vertrag ist bestimmt der Grundstein für meine Zukunft und meine ganze Karriere. Endlich kann ich beweisen, dass ich mehr kann als nur Klavier spielen. Endlich stehe ich am Ziel all meiner Hoffnungen und Wünsche. Das ist doch wunderbar. Ja, einen Haken hat die Sache... Aber doch, wir müssen uns trennen. Wenigstens für eine kurze Zeit, bis ich mir eine Existenz geschaffen habe. Damit ich dich so bald als möglich nachkommen lassen kann. Du bist ein dummer Junge. Darüber machst du dir Kopfzerbrechen? Das habe ich doch schon vorausgesehen, dass wir nicht immer beisammen bleiben können. Du brauchst jetzt deine Ruhe, um dich zu konzentrieren. Und du bist doch nicht aus der Welt. Wir können uns doch ab und zu sehen, nicht wahr? Wohin sollst du denn überhaupt? Nach Amerika. Siehst du, jetzt bist du doch entsetzt. Aber nein, ich war so überrascht, weil du so weit fort bist. Deshalb habe ich auch nicht unterschrieben. Ich wollte es von dir abhängig machen. Ein Wort von dir und ich zerreiße den Vertrag. Aber Harry, du darfst doch diese Chance nicht versäumen. Und du wirst sehen, die Zeit, in der wir nicht beisammen bleiben können, wird so rasch vergehen. Ich hab's ja gewusst, dass du so denken wirst. Wann wirst du denn schon reisen? In ein paar Tagen. Und wie lange musst du drüben bleiben? 3 Jahre. 3 Jahre. Rosi, das ist doch nicht lange. Vielleicht kann ich dich schon bald nachkommen lassen. Die Leute, bei denen ich arbeiten soll, kontrollieren mehrere Opernhäuser. Und da wäre es doch möglich... Bring ich den Champagner zu früh? Du hast Champagner bestellt? Ja, zur Feier des Tages. Rosi, Rosi. Auf deine Karriere. Aber Liebling, du wolltest mir doch auch etwas erzählen. Ich? Ja, vorhin wolltest du etwas sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich dir sagen wollte. Na siehst du, ich wusste ja. Es war nicht so wichtig, nicht? Sicher nicht. Das Wichtigste bist jetzt du und deine Karriere. Bekommen. Ja. Ja? Oh Gott sei Dank. Ich habe mir so den Kopf zerbrochen. Das Wichtigste ist jetzt seine Karriere. Stimmt. Das ist momentan das Wichtigste. Nicht wahr? Denn
Du wirst doch jetzt monatelang nicht auftreten können, nicht? Und nichts verdienen. Ach, so meinst du das? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Muss eben ich an alles denken, nicht? Also du, pass auf. Ich habe mir schon zurechtgelegt, was wir machen werden, wenn... Naja, wenn es dann soweit ist, nicht? Du, in Theater darf keiner was erfahren, dass du ein Kind erwartest. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Aber die Leute stehen doch noch immer auf dem Standpunkt, dass eine Künstlerin nicht verheiratet sein soll und kein Kind haben darf. Deswegen werden wir auch jetzt ein paar Monate Urlaub nehmen und wenn alles vorbei ist, dann kommen wir wieder zurück. Wozu willst denn du mitkommen? Ich werde dich doch nicht allein lassen. Wohin hat er denn übrigens abgeschlossen? Nach Chicago. Was? Wir fahren nach Amerika? Wir? Er fährt. Sag, du wirst ihn allein fahren lassen? Natürlich. Er muss sich doch erst drüben eine Position schaffen. Aber bis dahin laufen ihm doch 10 andere Frauen über den Weg. Du hast wirklich keine Ahnung von den Männern. Doch, Annie. Aber du misst mit einem falschen Maßstab. Du kennst deine kleinen netten Abenteuer und kannst dir gar keinen Begriff machen von einem tiefen, echten Gefühl. Sag's doch gleich, dass du mich für eine oberflächliche, herzlose Person hältst. Aber nein, das bist du ja gar nicht. Du bist lieb und gut. Aber du hast es so herausgebracht. Also kein Taschen, du. Dankeschön. Ja, was hat er denn übrigens gesagt, wie er erfahren hat, dass wir ein Kind bekommen? Ja, ich meine, dass du ein Kind bekommst. Ich habe es ihm gar nicht gesagt. Was? Du sagst doch selbst, es gibt momentan nichts Wichtigeres als seine Zukunft. Deshalb wollte ich ihm keine Sorgen machen, dass er vielleicht den Vertrag zerreißt oder gar nicht wegfährt. Ja, wann wirst du es ihm denn dann sagen? Später. Wenn er sich die Position geschaffen hat, von der er immer träumt. Wenn er kommen wird, um mich zu holen. Anni, schnell den Schwamm! Ja. Oh, schon da. So, geh, lass mich's machen. Es ist ja die höchste Zeit, dass du ins Theater kommst. Du, eingesungen hast du dich heute auch noch nicht. Richtig, das hätte ich ganz vergessen. Na, geh bitte, geh doch schon. Du verträumst dir nach Mittagsvorstellung. Ja. Lass mich ein bisschen. Na, komm, mein Süßele. Na, komm, mein Süßele. Übrigens zu meiner Geschicklichkeit. Jetzt ist das Kind schon fast 4 Monate und es hat kein Mensch eine Ahnung, dass auf der Welt ist. Du, dem Richard hast du auch nichts gesagt? Na, dem schon gar nicht. Weißt du, es ist nicht meinethalben. Ich möchte nur nicht, dass er vom Harry schlecht denkt. Natürlich, du denkst schon wieder an alle anderen, nur nicht an dich selbst. Aber deinetwegen habe ich das Kind verheimlicht, nicht wegen dieses Herrn, der nur alle heiligen Zeiten etwas von sich hören lässt. Na also. Jetzt geht's schon wieder los. Aber dazu habe ich jetzt keine Zeit. Leb wohl, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Leb wohl, Singerchen. Mein Süß. So, mein Süß. Und wenn er anfängt zu schreien, dann sing ihm etwas vor. Das hat er sehr gerne. Adieu. Ah, das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Ja. 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 Was soll ich dir denn anbieten? Gleich ein Glas Milch? Oh, Milch? Nein, danke.
frühstücke für gewöhnlich schon in der Früh und das genügt mir. Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee, da? Sag mir mal zuerst. Wieso kommt es, dass man dich 6 Monate lang nicht gesehen hat und dass du spurlos verschwunden warst? Ich habe mich erholt. Aber Kind, deine Rollen sind doch nicht so anstrengend, dass du einen 6 Monate langen Erholungsurlaub gebraucht hast. Du, da steckt doch etwas anderes dahinter. Was soll denn dahinter stecken? Oh, bitte, 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 ich habe gar nicht die Absicht, in deine Geheimnisse einzudringen. Ich bin nur heraufgekommen, um dir zu sagen, dass ich nach Neapel übersiedle. Nach Neapel? Mein Freund Paul hat mehrere Aufträge für mich. Ich soll einige schöne Neapolitanerinnen malen. Und vielleicht fahre ich sogar mit ihm nach Amerika. Du auch? Wieso auch? Habe ich auch gesagt? Weißt du mal. Ja, du weißt scheinbar, ihm blättert dann überhaupt nicht genau, was du sagst. Sag mal, bist du heraufgekommen, um mit mir zu streiten? Nein, ich bin nur heraufgekommen, um dich zu fragen, ob du mit mir kommen willst, als meine Frau. Als meine Frau. Du willst mich heiraten? Oh, aber Richard, mein süßer Du. Anni. Nein, du, aber das geht ja nicht. Warum? Ich kann ja nicht weg. Warum denn nicht? Ich bin doch hier im Engagement und nicht, da kann man doch nicht so plötzlich auf und davon laufen. Deine Rollen sind doch nicht so wichtig. Lass mich nur mit dem Direktor sprechen, ich werde die Sache schon machen. Nein, es geht nicht, ich kann nicht. Nein? Nein. Da steckt ja schon wieder etwas anderes dahinter. Vielleicht, ne? Ah. Ja, na, ich kann jemanden, der mir sehr nahe steht, nicht allein lassen. Das heißt, in der allernächsten Zeit nicht allein lassen. Ja. Du, aber ich kann dir doch nachkommen, Richard. Darf man fragen, wer dieser jemand ist? Aber du Dummes, du. Du musst mehr Vertrauen zu mir haben. Richard, du musst Vertrauen. Vertrauen musst du zu mir haben. Ja, ein Kind. Schreit ein Kind. Ach, das ist von der Partei über uns. Weißt du, die Decke, die ist so dünn. Da hört man das so deutlich durch. Aber über euch ist doch nur mehr das Dach. Das Kindergeschrei kommt doch aus dem Zimmer. Richard! Also deshalb hast du dir einen 6 Monate langen Erholungsurlaub nehmen müssen. Und ich, Idiot, wollte dich nach Neapel mitnehmen und heiraten. Und du hast mir Freude geheuchelt. Ich kann dir ja nachkommen. Na, vielleicht wolltest du nur das Kind irgendwohin noch schnell in Pflege geben. Aber Richard! Oder willst du vielleicht leugnen, dass es dein Kind ist? Willst du mir vielleicht noch einreden, dass das Kind der Rosi gehört, was? Nein! Höchste Zeit, dass du das Lügen aufgibst. Aber trotzdem, ein bisschen zu spät. Richard! Richard! Nicht weinen, mein Liebling, nicht weinen. Schau, ich weine auch nicht. Nur kommst du, nur soll er sich denken, was er will? Ich bleib bei dir und bei der Musik, ja. Ja, du musst keine Angst haben. Du kommst in kein Kinderheim, nein. Ich bleib bei euch, ja. Bei dir und bei der Mutti, ja. Bei euch beiden immer gut süß. Süßer, grüß euch, Kind. Grüß dich, Rose. Mein Liebling. Du, Anis, ja? Heute ist dein Glückstag. Wieso? Was ist denn? Ein Brief aus Amerika. Also, Rose, du bist ein Kamel. Entschuldige, dass ich dir das vor deinem Sohn sage. Monatelang lässt der gnädige Herr nichts von sich hören. Und wenn er endlich mal die Gnade hat, wirklich einen Brief zu schreiben, dann freust du dich wie ein kleines Kind, gell? Was schreibt er denn? Zur Strafe lese ich ihn dir jetzt nicht vor. Nur sieh, mein Schatz, komm. Mein einzig Geliebtes. Damit meint er die Mami. Verstehst du? Denn von dir weiß ich ja noch nicht. Das ist eben das Haarsträubende. Also lies schon. Schreibt er denn? Endlich geht mein Wunsch in Erfüllung. Ich soll Maskenball einstudieren und mit der Oper auf eine Tournee gehen. Du kannst dir vorstellen, wie glücklich ich bin. Endlich kann ich den Leuten hier zeigen, wie ich eine Verdi-Oper sehe. Halt mir die Daumen und sei innigst umarmt und geküsst von deinem dich nie vergessenden Harren. Nun, was sagst du? Was ich sage? Ein Egoist ist er. Er schreibt immer nur, wie es ihm geht und was er macht. Aber wie es dir geht, danach fragt er mich. Anni, muss man dir jede Freude verderben? Ach, weiß wahr ist. Du arbeitest, rackerst dich ab, sparst dir jeden Bissen vom Mund ab, denkst nur an das Kind und an ihn und er, was du machst. Was hast du denn da? Ich habe dir doch gesagt, heute ist dein Glückstag. Wieso?
Ein neuer Vertrag für die nächste Saison. Doppelte Gage als bisher. Oh, Rose, wie schön. Ach ja, richtig. Da habe ich auch etwas für dich. Für mich? Auch ein Vertrag, ebenfalls doppelte Gage. Für mich? Doppelte Gage? Also du, Rose, das stimmt was nicht. Du, ich glaube immer, du redest den Leuten direkt ein Loch in den Bauch, nur damit sie mich engagieren. Aber was fällt dir ein? Du bist ganz begeistert von mir. Also ich weiß nicht, die Leute sind immer so begeistert von mir und dann geben sie mir keine Rollen. Ach, das ist sehr verdächtig. Wohin gehen wir denn, hier? Na, nicht doch. Nach Neapel. Mhm. Gut, nach Neapel. Ja, was denn? Was willst du denn? Tante Anni! Tante ja? Anni! Darf ich ein bisschen mit den Kindern spielen? Ja, Liebling. Ich muss sowieso noch meine Rolle studieren. Du aber schön Acht geben, dass du nicht fällst. Aber Sie haben mir doch so fest versprochen, dass Sie auf den Rennplatz kommen. Ich bin nur Ihretwegen hingegangen und habe mein ganzes Geld verspielt. Aber wenn Sie so viel Unglück im Spiel hatten, sollte man doch annehmen. Das sollte man eigentlich annehmen, aber... Na, was haben Sie denn? Warum sprechen Sie nicht weiter? Wieso? Ach so, ja, wovon haben wir denn eben gesprochen? Also, wie ich mein Geld verloren habe. Ja, also, bei den ersten drei Rennen hatte ich mit einer geradezu staunenswerten Sicherheit die Outsider erraten. Dann kam das vierte... Wo war das, eine Bekannte von Ihnen? Oh, eine flüchtige Bekannte. Na, also bei dem vierten Rennen setzte ich mit einer geradezu erstaunlichen Sicherheit alles auf eine Karte. Das heißt auf ein Pferd, auf eine Stute. Eine sehr fluchtige Bekannte? Ja, kolossal fluchtige, flüchtige Bekannte. Und stellen Sie sich vor, diese Stute führt von Anfang bis zum Schluss. Aber kurz vor dem Ziel bockt dieses Luder plötzlich. Das ist eine Gewohnheit von ihr. Wie heißt sie denn? Anni. Mirabella. Oh. Ach, Fräulein Belloni. Bitte? Ich habe einen Brief für Sie. Ja? Der reist Ihnen schon über die halbe Welt nach. Sie haben ihn geschickt nach Chicago, und von dort ist er gegangen nach Cincinnati und von dort nach Bologna, Florenz, Neapel. Ach, ein Brief, der dann nicht zurückkommt. Ja, mit dem Vermerk, Adressat unauffindbar. Bitte. Du bist schon zu Hause? Ja, die Probe war ganz kurz. Mami, Mami, spielst du jetzt mit mir? Später, mein Kind, später. Rosi, du, was glaubst du, wen ich heute gesehen habe? Meinen Richard. Also du, wie der mich gesehen hat, der ist weiß geworden wie eine Wand. Mir hat's ja auch einen Stich gegeben, aber ich hab... Was hast du denn, Rose? Du hörst mir ja gar nicht zu. Doch, doch, ich habe alles gehört. Was ist? Du bist ja ganz blass. Hast du dich über etwas aufgeregt? Es ist schon wieder ein Brief zurückgekommen. Das ist jetzt schon der dritte. Und gerade in diesem Brief habe ich ihn zum ersten Male von dem Kind geschrieben. Ja, ja. Ich kann mir das nur so erklären, dass er in Cincinnati vergessen hat, anzugeben, wie die Tournee weitergeht. Ah, das glaube ich weniger. Seine Briefe müssten doch wenigstens ankommen, nicht? Du weißt doch, wie das ist auf einer Tournee. Man ist nirgends zu Hause. In jeder Stadt gibt es neue Proben, neue Schwierigkeiten, neue Zwischenfälle. Neue Frauen. Ich bin für solche Witze wirklich nicht in Stimmung. Das ist mein Ernst. Du bist schon noch draufgekommen, dass ich recht habe. Das würde mich ja auch gar nicht wundern. Er ist jung und fesch und schließlich ist er Kapellmeister und kein Mönch. Anni, wenn du wüsstest, wie du mich quälst. Ach, weil du die Wahrheit nicht verträgst. Glaubst du denn immer noch, dass er zu dir zurückkommt? Ja, ja, lass mir doch diesen Glauben. Siehst du denn nicht, dass ich dieses endlose Warten nur ertragen konnte, weil ich so fest an ihn glaube? Warum willst du mir diesen Glauben nehmen, damit ich zugrunde gehe? Gut, um Himmels Willen, Roselein. Ich wollte wirklich nicht wehtun. Rose, du. Rose, ich werde nie mehr über ihn schimpfen. Ich schwöre es dir. Seit jetzt glaube ich fast selbst, dass eine so unendlich große Liebe wie deine nicht grundlos sein kann. Ich werde nie mehr etwas sagen. Hörst du? Also, Rosalind, ich werde mit dir warten. Ja? Solange du willst. Und ebenso geduldig wie du. Rosi, aber jetzt bist du nicht mehr böse auf mich, ne? Rosi, weißt du was? Wenn du morgen auf der Probe bist, gehe ich auf das amerikanische Konsulat. Ja? Und dort werde ich fragen, wie man irgendetwas über ihn erfahren kann.
Anni, bitte, hm? Tu das. Ich wollte dich ja gar nicht erschrecken. Ja, aber man sagt doch wenigstens Mu, wenn man so plötzlich neben einem sitzt. Ich kann ja wieder gehen. Halt! Plötzlich auftauchen und gleich wieder davonlaufen, das könnte dir so passen. Setz dich! Übrigens, wenn du glaubst, dass ich nur einen Augenblick lang Sehnsucht nach dir gehabt habe, dann bist du sehr im Irrtum. Tante Anni, bitte gib mir mein Schiff, ich muss schnell zu Papi nach Amerika fahren. Ja, Liebling, da hast du. Du machst deine Schuhe nicht wieder nass. Nein. Sag schön guten Tag. Guten Tag. Also das ist das Wickelkind? Ja, das ist das Wickelkind. Das siehst du wenigstens, wie lange du mich allein gelassen hast. Na, jetzt könntest du mir doch wirklich schon sagen, wer der Vater ist. Nein, das werde ich dir nie sagen. So, du willst dich also mit mir versöhnen und trotzdem dieses Geheimnis vor mir. Ich will mich mit dir versöhnen? Du willst dich mit mir versöhnen? Ja. Wer hat zuerst im Boot gesessen? Du oder ich? Ich. Das stimmt. Na also, wer war denn übrigens diese schöne Neapolitanerin, mit der du vor einigen Tagen da herumspaziert bist? Ach so, nur das war gar keine Neapolitanerin, das war eine Engländerin, die ich in Amerika kennengelernt habe. Oh, der Herr Malermeister war in Amerika, schau. Ja, das ist natürlich kein Wunder, wenn man die kleine Freundin aus Bologna vergisst. Aber ich habe dich ja gar nicht vergessen. Im Gegenteil, ich habe sogar drüben in Amerika sehr viel von dir gesprochen. Oh, wie huldvoll. Ja, mit diesem Klaviertiger, na, wie heißt doch der Mensch, mit dem wir damals den Ausflug gemacht haben? Harry Peters? Ja, richtig, Peters. Nur heißt er jetzt nicht mehr so, seitdem er in der Metropolitan Kapellmeister ist, nennt er sich doch Peters. Was sagst du? Er ist Kapellmeister an der Metropolitan Opera in New York? Oh, der hat eine fabelhafte Karriere gemacht. Er hat mir sogar einmal seine Loge zur Verfügung gestellt. Richard, sag, irrst du dich ganz bestimmt nicht. Wann war das? War das? War ungefähr vor 2 Jahren. Ja, er hat damals gerade geheiratet. Geheiratet? Ja, eine Wienerin. Ich habe sie nur flüchtig kennengelernt, aber eine enorm reiche Frau. Oh Gott. Was hast du denn? Warum geht dir denn das so nah? Ach, die Arme. Rosi? Ach ja, richtig, der war ja damals mit der Rosi beisammen. Richard, ich brauche jetzt deinen Rat. Ja, was ist denn los? Pass auf, das Kind gehört Rosi und ist von ihm. Ja, Anni, warum hast du mir das denn nicht schon längst gesagt? Richard, ich bitte dich, Rosi darf es nie erfahren, dass dieser Mann sie so schändlich betrogen hat. Ja, von mir wird sie... Ja, aber einmal muss sie es doch erfahren. Nein, nein, nein. Diese Frau geht ja zugrunde, wenn ihr die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihm genommen wird. Ja, liebes Kind, in einem solchen Fall hilft da nur eins. Sie muss sich in einen anderen verlieben, damit sie selbst den Gedanken an Peters aufgibt. Ach, das wird sie ja nie. Du ahnst ja gar nicht, wie viele Männer sie schon um sie beworben haben. Sie hat immer abgelehnt. Sie wird nie aufhören, Harry zu lieben. Und ist der Papi groß oder klein? Groß und schön. Und genauso lieb ich ihn. Und ist er genauso blond wie ich? Nein, er hat ganz schwarzes Haar. Dann hat er noch etwas, was du nicht hast. Wie einen ganz kleinen Schnurrbart. Aber den bekomme ich doch später bestimmt auch einmal. Bestimmt. Und eines Tages wird hier ein großes Schiff ankommen. Da wird der Papi aussteigen und uns abholen. Fein. Guten Morgen. Ein Einschreibebrief für Fräulein Rosi Belloni. Ja? Ach, bitte geben Sie, ich unterschreibe für Sie, ja? Ich glaube, das geht nicht. Fräulein Belloni muss selbst unterschreiben. Ist sie denn nicht zu Hause? Doch, da bin ich ja. Ein Einschreibebrief, bitte. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist es denn? Vom Konsulat? Schon die Antwort? Ja. Das ist doch wirklich schnell gegangen. Anni, fühle einmal, wie mein Herz klopft. Endlich werde ich erfahren, was mit ihm los ist. Das verstehe ich nicht. Sie schicken mir da eine Auskunft über einen Herrn Harry Petersen, der erste Kapellmeister in den Metropolitan ist. Hast du den Namen nicht genau gesagt? Doch, ja, ich habe es ihm ganz genau gesagt. Aber die scheinen sich trotzdem geirrt zu haben. Ja, sicher. Ich werde gleich morgen aufs Konsulat gehen und nochmal ersuchen, dass man sich erkundigt. Ja,
habe mich schon so gefreut, dass ich endlich mal etwas erfahren würde. Und jetzt ist wieder nichts. Nun heißt es wieder warten, warten. Verzeihen Sie, Fräulein Belloni, dass ich Sie hier im Theater überfalle. Mein Name ist Chiosone. Sehr angenehm. Ich komme im Auftrag von Maestro Puccini. Maestro Puccini hat Sie einmal in Bologna singen gehört. Ja, er war einmal in einer Bohème-Aufführung. Ja. Und ich glaube, er hat mich auch als Tosca gesehen. Stimmt, er war begeistert von Ihrem Spiel und Ihrer Stimme. Das freut mich sehr. Und dass das kein leeres Kompliment ist, beweist Ihnen, dass er Sie durch mich bitten lässt, die Premiere seiner neuen Oper zu singen. Wirklich? Ja. Ja. Wann soll denn das sein? Bereits im Mai, im Teatro Grande in Brescia. In Brescia eine Puccini-Premiere? Ja. Ja, weshalb denn nicht in Mailand oder in Rom? Und schon so bald? Ich bin doch hier im festen Engagement. Ach, es wird Maestro Puccini ein leichtes sein, Ihnen einen Urlaub zu erwirken. Es hängt nur von Ihnen ab, ob Sie wollen. Wie soll denn die Oper heißen? Madame Butterfly. Von dieser Oper habe ich doch erst unlängst gelesen. Ja. Ja, richtig, in einer Mailänder Zeitung. Die Oper ist doch schon einmal aufgeführt worden. Und war ein richtiger Durchfall. Aber in Wirklichkeit ist an diesem Abend nicht die Oper durchgefallen und nicht Puccini, sondern das Publikum. Wie meinen Sie denn das? Es ist vielleicht die schönste Musik, die Puccini überhaupt geschrieben hat. Können Sie denn auch nur einen Augenblick zögern, für einen Mann einzutreten, der der Welt eine Bohème und eine Tosca geschenkt hat? Herr Chiosone, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie sehr mich diese Einladung ehrt. Aber ich müsste das Werk erst kennenlernen. Nicht die Musik, meine Rolle, ob sie mir liegt. Es handelt sich um das Schicksal einer kleinen Geisha. In kurzen Worten eine kleine Japanerin namens Chocho-san. Verliebt sich eines Tages in einen amerikanischen Marineoffizier, Linkerton. Für ihn ist es ein nettes Erlebnis, ein schönes Abenteuer. Aber für sie ist es die Erfüllung eines wundervollen Traumes, einer nie enden wollenden, ganz großen Liebe. Eines Tages muss Linkerton fort. Die kleine Chocho-san bleibt allein zurück. Während dieser Zeit bekommt sie ein Kind von ihm. Überglücklich und voll Sehnsucht wartet sie auf die Rückkehr des geliebten Mannes. Aber er kommt nicht. Jahre vergehen. Für die Chocho-san sind es Jahre voll Sehnsucht, Schmerz und stiller Wehmut. Aber sie glaubt fest an die große Liebe dieses Offiziers. Doch eines Tages erfährt sie, dass er sie längst vergessen hat und schon seit Jahren verheiratet ist. Bei dieser Nachricht bricht sie wie unter einem Keulenschlag zusammen. Sie weiß, dass für sie nun alles Glück zu Ende ist. Und das ist natürlich nur so die rohe Handlung. Sie werden vielleicht sagen, dass es im Leben eine so große Liebe gar nicht gibt. Oh nein, das werde ich bestimmt nicht sagen. Was haben Sie denn? Warum schauen Sie denn auf einmal so merkwürdig drein? Gefällt Ihnen die Rolle nicht? Doch, sogar sehr. Ich werde sie auch spielen. Verständigungsprobe und die findet auf Wunsch von Maestro Puccini geschlossen statt. Aha. Die Premiere ist doch aber heute Abend, nicht wahr? Ja. Danke. Wer singt da? Die Stimme kenne ich doch. Das glaube ich kaum. Die gehört nämlich nicht zu unseren Kanonen. Macht nichts, ich kenne sie doch. Wer ist es denn? Fräulein Rosi Belloni. Wer? Fräulein Rosi Belloni.
kann ich einen Brief schreiben. Dort, im Inspektionszimmer. Danke. Ach, hören Sie einen Moment. Besorgen Sie mir bitte ein paar Rosen. Für mich? Ja, gnädiges Fräulein. Was soll ich dem Herrn sagen? Ach ja, richtig. Sagen Sie ihm bitte, ich bin da. Oder führen Sie mich zu ihm. Das heißt, nein. Sagen Sie ihm bitte, ich erwarte ihn bei mir in einer Stunde im Savoy. Mutti! Ach, Kinder, ich bin ja so glücklich, so unbeschreiblich glücklich. Bin so gelaufen, dass ich nicht reden kann. Was hast du denn? Was glaubt ihr, wer kommt? Na, Papi! Ja, du hast es erraten. In einer Stunde wirst du deinen Vater kennenlernen. Ja, Papi, wann der Papi kommt? Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehnlich ich bin. Also, ich bitte dich, erklär mir doch, wieso ich denn... Also, pass auf. Was? Das heißt, nein, ich habe keine Zeit, nicht mehr. Aber du musst dich umkleiden. Zieh dir deine lange Hose an. Hurra, meine lange Hose! Das verstehe ich. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Er ist da, um mich zu holen. Warum stehst du so herum? Gib die Blumen in die Vase. Ich muss mich schnell zurecht machen. Anni! Ja? Was glaubst du? Bin ich viel älter geworden? Habe ich mich stark verändert? Nein, gar nicht, Rosi. Rosi, du, ich musste etwas sagen. Später, mein Kind, später. Jetzt habe ich keine Zeit. Rosi! Lili! Was machst du da? Ich finde meine lange Hose nicht. Jetzt habe ich sie! Na, Gott sei Dank! Nein, Liebling, das darfst du doch nicht sagen, sonst kränkt sich doch der Papi. Du musst sagen, lieber, lieber, lieber Papi, Mami und ich sind glücklich, dass wir dich endlich, endlich wieder haben. Verstehst du? Ach, verzeihen Sie bitte, im Teatro Grande hat man mir erzählt, dass Herr Petersen hier wohnt. Stimmt das? Jawohl, aber er ist vor 2 Minuten weggegangen. So. Wollen Sie vielleicht mit Mrs. Petersen sprechen? Herr Petersen ist mit seiner Frau hier? Ja. So, jetzt siehst du fein aus. Weißt du, Mami, dass ich jetzt gar nicht mehr warten kann, bis ich meinen Papi sehe? Ach, Liebling, und ich erst. Rosi, Rosi, bitte, kann ich dich einen Moment sprechen, ja? Natürlich, mein Schatz. Liebchen, du gehst in dein Zimmer. Ich will mit der Mami allein sprechen, oh. Weißt du? Ja, noch komm, ist ja mein gutes Kind. Na, geh, Schatz, sei brav. Anni, was ist denn los? Rosi, weißt du, Rosi, ich wollte es dir nicht sagen. Aber es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Du musst es ja jetzt erfahren. Ja, was hast du denn? Sprich doch. Harry ist verheiratet. Was? Was sagst du da? Rosi. Rosilein. Aber das kann doch nicht wahr sein. Roselein, ich habe schon längst gewusst von Richard. Er war in Amerika drüben, weißt du. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dir die Wahrheit zu sagen. Und heute, wie der Brief gekommen ist, da habe ich mir gedacht, mein Gott, vielleicht ist es möglich, vielleicht hat sich der Richard geirrt. Und ich bin ins Hotel gelaufen, um mich zu erkundigen. Und? Es ist so. Er ist mit seiner Frau hier. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Rose, vielleicht ist es deine Schuld, weil du ihm damals nichts geschrieben hast und nichts gesagt hast von dem Kind. Das ist doch nicht möglich. Das
ein Mensch einem anderen so wehtun kann. Roselein, Liebe. Melden Sie mich, Fräulein Belloni. Harry Petersen. Nein, nicht Petersen. Harry Peters. Sofort. Das ist sicher schon er. Was soll ich ihm denn sagen? Rosi, du, was soll ich ihm denn sagen? Rosi. Ja? Ich lasse bitten. Du wirst ihn empfangen? Ja. Er soll nicht merken, wie weh er mir getan hat. Geh jetzt zu dem Kind und sieh zu, dass es nicht hereinkommt, wenn er da ist. Rein! Na, was sagst du zu so einer Überraschung? Wer hätte gedacht, dass wir uns hier in Brescia wiedersehen werden? Wie geht's dir? Du siehst aber wirklich blendend aus. Willst du nicht Platz nehmen? Danke. Man schickt mich von der Metropoliten zur Premiere der Butterfly. Alle hier glauben an einen großen Erfolg. Ich habe zwar noch nicht viel gehört, aber ich finde, dass deine Stimme fantastisch gewachsen ist. Also wirklich ganz großartig. Im Augenblick haben wir so eine Stimme nicht einmal an der Metropoliten. Ach, übrigens, habe ich dir überhaupt geschrieben, dass ich an der Metropoliten bin? Ich weiß es nicht mehr. Ich bitte dich, denke nicht allzu schlecht von mir, wenn ich nichts mehr geschrieben habe. Aber ich schwöre dir, ich kam nie dazu. Das Leben, das ich so führen muss, ist einfach furchtbar. Der Kampf um die Existenz, dieser Haufen Arbeit, immer etwas anderes. Ja, ich erzähle ja immer nur von mir. Was ist denn mit dir los, Rosi? Ach Gott, was soll denn mit mir los sein? Du hast aber inzwischen viel erreicht. Und deine Freundin, wie hieß sie doch gleich damals, Nadine, Bologna. An diese Zeit erinnerst du dich scheinbar überhaupt nur mehr sehr dunkel. Ja, das liegt alles so weit zurück. Oft frage ich mich, ob ich denn überhaupt mal in Europa war. Weißt du, das kommt daher, weil mein Leben in Amerika eigentlich erst begonnen hat. So. Ach, überhaupt dieses Amerika. Na, du wirst es ja selbst sehen. Ich? Aber gewiss doch. Ich will dich doch entführen. Ich will dich doch nach Amerika engagieren. Ach, so war das gemeint. Gewiss, ich habe weitgehende Vollmacht bei meinem Theater. In Anbetracht unserer langjährigen Bekanntschaft, aber bitte nicht weiter sagen, dass das der Grund ist, mache ich dir ein bindendes Angebot. Ein Angebot von, sagen wir, na, $2000 im Monat, ja? Nein. Nein? Also sagen wir 3000, aber mehr könnte ich bestimmt nicht bewilligen. Bemühe dich nicht. Ich habe gar keine Lust, mit dir zu handeln. Ich habe auch gar keine Ambition, nach Amerika zu gehen. Und warum? Ich fühle mich sehr wohl hier. Das Geld hat mich auch nie gereizt.